Einen Moment. Pass ab! Das hat weh! Alarm! Holt die Wache! Das ist der Gesetzlose! Holt die Wache! Das ist der Gesuchte! Das Gesetz muss befolgt werden! Wachen, bestraft ihn! Ruf die Wachen! Hier! Der Gesetzlose ist hier! Robian, das Gesetz wird sich deiner annehmen. Mache! Hey, das ist der Gesetzlose! Hey! Hilfe! 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 Halt! Geht schlecht für dich. Genau, Missgeburt. Da bist du ja! Ich war schon. Das ist der Hafen. Jetzt muss ich Admiral Nadir finden.
stehst nicht mehr auf. Da bist du ja. Hier, du Hund! Wir reden nicht. Das war's für dich. Hey, ist hier mal jemand? Komm zurück auf den Pfad des Friedens, Sadiq. Führe ein besseres Leben. Schmerzhaft. Mist. Ich halte die Waffe besser bereit. Auf dem Basar können Verbrennen erworben werden, um euer Heim vor dem Frost zu schützen. Auf dem Basar
alle, die dazu in der Lage sind, ihre Kinder in der angemessenen... Shorter ist mir auf den Fersen. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Frieden, Sadiq. Sei willkommen. Sadiki, ich stehe zu deiner Verfügung. Zeigst du mir deine Waren? Hier ist, was ich habe. War's das fürs Erste? Auf ein andermal. Komm gern öfter vorbei. Ich falle besser nicht auf. Ich grüße dich. Sei gegrüßt, Said. Was gibt es heute bei dir? Vieles ist frisch reingekommen. Achte gut auf das, was auf dich achtet. Nun gut. Mehr Schutz ist immer eine gute Investition. Sonst nichts? Lass mich deine Waren ansehen. Bitte, sei mein Gast. Ist das alles? Ich muss gehen. Mach's gut, Sahib. Hungert ihr nach Entdeckungen? Dann sucht unbedingt das Haus der Weisheit auf, wo Scheich Arasi schon heute ein Zugericht fliegen lassen. Nein! Reisende von nah und fern! Reisende von fern und nah! Hofft ihr euch hier niederzulassen? Dann wisset, dass Jaffa im Harbiya noch nach Mietern sucht. Findet in unserer ruhmreichen Stadt wir gerade einmal drei. Hallo. Sei gegrüßt. Was hast du da? So viel Auswahl. Die Erweiterung der Kriegerseele. Tödlicher als je zuvor.
Pflege deine Klinge. Sie wird es dir danken. Nun gut. Überlegenheit durch Technik, nicht wahr? Die Schneide schärfen. Besser ausbalancieren. Sonst nichts? Ich gehe dann mal. Leb wohl. Hört her, Bürger Bagdads! Der Kalif ist erfreut, eine spannende neue Theorie des Gelehrten Al-Jahed vorstellen zu dürfen. Er schlägt den Gedanken vor, dass Tiere mit der Zeit... Ich gehe mit Jawadia. Du kannst gerne mitkommen, wenn du magst. Er muss einen neuen Falken für den Sahib abrichten. Ja, schöner Treffer! Langsam! Erbärmlich! Schelm, werd nicht übermütig! Du wirst bleiben! Du kannst nicht fliehen! Aufpassen, Bastian. Setz dich auf. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Koste den Tod! Los jetzt! So! Eine Nachricht, die alle Lieferungen an einen Ort im Süden umleitet. Am Tigris. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen.
يشير إليه في كتابه تزوجت تلك الأخرى، وعندما رأونا طلبوا منا الانضمام إلى وليمتهم قوم. Ich muss die loswerden. نحتاج إلى الاستفادة من أداة الكمال الملاحية والفنية. إذا أردت المساعدة في التعامل مع المغرب. Er hat gerade jemanden getötet! Sie ist kein Schlachtfeld, du ungehobelter Sklave! Halt! Das Gesicht kenne ich! Nein, lass es einfach. Hey! Ein paar dieser blassen Anhaarigen gekämpft. Sie sind wild, aber geschickt. Hervorragende Krieger. Geh! Sofort! Merkwürdig. Wessen Fackel ist das? Wir können gut austeilen, wenn es sein muss. Ich habe endlich Sayida Arif singen. Vor dem Tor postiert, als sie für den Emir von Verda sind. Wie hörte ich eine solche Stimme? Und dann noch die Al-Mahariba. Die werden sich uns bald anschließen. Alles wilde. Neun Schwerter sehen gut aus. Du bist tot! Er will abhauen! Ich geh zur Glocke! Verdammt!
Wer? Warte! Wie lange kannst du dich verstecken? Hä? Hey, du! Halt! Hey! Triff dein Schöpfer! Gleich verstummst du! Heute stirbst du! Hast du das gehört? Ja! Zu langsam! Ich läute die Glocke! Los jetzt! Komm her und helf! Der Admiral legt viel Wert darauf, sein Modellschiff vor dem Feuer zu schützen. Von El Mardihua über fehlende Lieferungen an die türkischen Söldner. Der Admiral hat sie bestohlen. Beide tot. Ich sollte zurück zu Fulat. Puh. Puh. Ha! Stirb!
Was ist geschehen?
Ich sollte zu Fulad und ihm sagen, dass Aroch und Elaeshma tot sind. Warte, Ali. Lass uns erst hören, was Basim sagt. Warst du erfolgreich bei deinen Aufträgen? Stratege Jasur und Admiral Nadir sind tot. Hast du herausgefunden, wer hinter Elmardehwar steckt? Nicht direkt. Stratege Jasur sollte sich zu einem Treffen mit Elmardehwar in der großen Garnison einfinden. Anscheinend hat er ihn seine Vergangenheit doch noch eingeholt. Admiral Nadir wurde wegen fehlender Lieferungen für das türkische Heer befragt. Elmardehwar war nicht erfreut. Also ist Elmardehwar in der großen Garnison und überwacht den Nachschub für die türkischen Söldner. Es gibt nur einen mit entsprechendem Rang, der passt. Heerführer Wasif Aturki. Wasif? Das kann sein. Es gibt nur wenige, die Beshi gefangen haben könnten. Beshi wurde gefangen? Er kam nie zurück. Wasif ist gerade von einem Einsatz für den Kalifen zurückgekehrt und in der Garnison. Wenn er Beshi hat, wird dieser auch dort sein. Dann ziehe ich ebenfalls dorthin. Wasif kontrolliert halb Bagdad. Wenn wir ihn herausfordern und scheitern, könnte das einen Krieg auslösen, der bis nach Alamut reicht. Du brauchst Basim. Na gut, ich treffe Basim bei der Garnison, bevor ich zuschlage. Aber spute dich, ich bin es leid zu warten. Gelange hinein und töte Wasif. Er darf nicht entkommen und es muss aussehen, als hätte Ali es getan. Die Sicherheit Alamuts hängt davon ab. Es wird geschehen. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt.
Ich danke für eure Hilfe. Auf bald! Frieden, Sadiq. Friede sei mit dir. Schauen wir mal, was du hast. Bitte, sieh dich um. Immer nützlich. Willst du deine Ausrüstung verbessern? Eine gute Wahl. Vielen Dank. Der weise Krieger kümmert sich um seine Ausrüstung. Mhm. Verkauft. Das war's also für heute? Ich sollte mal weiter. Gute Reise. Wie dreist. Wenn du erwischt wirst, ist das nicht zu wählen. Ali, bist du bereit? Und wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Es steht mehr auf dem Spiel als dein Stolz, Wasif. Wir wandeln auf einem schmalen Grat. Genug! Überleg dir, was du sagst, wenn wir uns wiedersehen, Statthalter! Ich lasse mich nicht zweimal beleidigen. Das sind Wasif und Bagdads Statthalter, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir.
Er gab Wasif einen Befehl, der diesem nicht gefallen hat. Der Statthalter von Bagdad kann dem Heerführer keine Befehle erteilen. Außer, gehört er etwa auch zum Orden? Muhammad? Das glaube ich nicht. Er ist nicht nur Statthalter, er ist auch Dichter und Gelehrter. Ein geistreicher Mann. Ein möglicher Verbündeter, dachte ich. Tja, ich hoffe, du hast recht. Wasif allein ist schon schlimm genug. Ich muss nur einen Weg in die Garnison finden. Einer der Bediensteten ist mir treu ergeben. Du findest ihn beim Küchenhaus. Wenn er die rote Schärpe sieht, wird er dir helfen. Und was tust du? Ich suche Beshi und befreie dann andere Aufständische aus dem Kerker. Wasif überlasse ich dir. Kriegsfürst, du hüllst dich in die Farben des Kalifen, um nach Belieben entführen und töten zu können. Du bist die Geißel dieses Landes. Dessen Erde ist rot vom Blut jener, die du abgeschlachtet hast, nur weil sie ihre Freiheit wollten. Oder du es befürchtet hast. Du hältst dich für unantastbar, umgeben von deinen Soldaten. Und doch werden wir die Garnison stürmen, Beshi befreien und deine Schreckensherrschaft beenden. Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Flieht oder sterbt, ihr Hunde! Schlecht getroffen. So sind die Mauern der Garnison doch völlig nutzlos. Ich kann kaum die Augen offen halten. So sind die Mauern der Garnison doch. Ich bin doch ganz unbeteiligt. Das tat weh. Der Junge ist von hinten. Wo ist die Schorta? Er muss sich dem Gesetz stellen. So sind die Mauern der Garnison doch völlig nutzlos. Hast du die Löcher in der Garnisonsmauer gesehen? Was bringt einem eine Mauer, wenn Löcher drin sind? Du meinst die Bauarbeiten? Da sind überall Wachen. Niemand kommt unbemerkt rein oder raus. Vielleicht gibt es an der nördlichen Mauer einen Weg hinein. Ich sehe es mir mal an. Geh weg! Auf den Aushängen.
schick dich ins Grab! Da bist du ja! Da. Ich hack dich in Stücke! Ja, Sahib. Der ist unten! Ja. Wo ist es? Hörst du? Du wirst leiden! Ausgaben bringt ja nichts. Wie sollen wir die Ratten aus der Küche halten, wenn wir nicht ein, sondern zwei Hinken in der Mauer sind? Ja. Hey, was? Ich reiß dir die Gedärme raus! Möge Allah dir gnädig sein. Auch du wirst. Bleib bei mir! Ich nagle Teile von dir an jedes einzelne Stadttor! Ist kein Schlachtfeld, du ungehobelter Klotz. Es gibt hier einen Bediensteten, der zu Ali hält. Er muss in der Nähe des Küchenhauses sein.
Der Führer Wasif ist zurück. Keine Nachlässigkeiten beim Wachgang. Geht die ganze Runde bis zur Baustelle. Luda! Was? Allah, gib mir Kraft! Die Schreie gehören. Ja, du! Ruf mir Hilfe! Verflucht! Gott, Allah! Bist du müde? Du wirst Rabenfutter!